Hey und ho und so, hier ist der Fürst von Wiesenfels, euer Vorbootler mal wieder auf dem Server. Ihr seht schon, dass ich hier diese ganzen Steine, die Koppelsteine, ja, die wunderbaren, wieder nicht aufheben kann. Also bin ich wieder im Unsichtbarkeitsmodus. Abgesehen davon ist mein Inventar auch völlig überfüllt. Upsa. Ich habe einen Tunnel gegraben. Ich wollte euch das zeigen, ja. Ich habe einen viereckigen Tunnel gegraben, der ist hier 3x3. Ne? Und alle Leute, die sich auf dem Server auskennen, wissen jetzt vielleicht auch, wo ich bin. Ich laufe mal da runter. Beziehungsweise hüpfe mal hier runter. Ich bin hier direkt über dem Portal gewesen vom... Also das Wiesenfelser Portal. Und hier vorne war ja bis jetzt immer noch die kaputte Bahnstation von Wiesenfels. Das lasse ich auch alles so. Ist jetzt auch wieder ein Naturdenkmal. Wie ihr seht, habe ich angefangen, eine Eisenbahnstrecke jetzt doch nach Wiesenfels zu verlegen. Erst wollte ich sie unterirdisch machen, habe jetzt festgestellt, das geht überhaupt nicht gut. Ich habe jetzt hier den ganzen Tunnel gegraben, aber ich komme jetzt da weiter hinten ständig an irgendwelche meine unterirdischen Räume, die Horrorhöhle, irgendwelche Seen, keine Ahnung. Das ist alles nicht so toll. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich fahre dann auch doch lieber oben. Ich wollte ja erst eine U-Bahn bauen, damit man oben die Natur nicht so verschandelt. Ne? Andererseits habe ich mir überlegt, ist es aber auch wirklich... Ihr kennt ja meine Let's Shows wahrscheinlich und alles. Ihr wisst ja, dass ich ja eigentlich im Grunde meines Herzens ein ziemlicher Eisenbahnfanatiker bin. Jetzt muss ich doch mal eben hier alles einschalten, so. Das irritiert mich immer ein bisschen... Es ist immer die Gefahr, dass da irgendwas Blödes gleich mal steht. Ne? Auf jeden Fall wisst ihr ja, dass ich ein Eisenbahnfanatiker bin. Und meine Güte, dann baue ich jetzt eben nach Wiesenfels eine Eisenbahn. Warum nicht? Es hat auch einen Hintergrund. Wir haben uns nämlich jetzt, ja, eigentlich gestern vom Minecart Mania Plugin verabschiedet. Das einfach nicht so richtig... richtig gut funktioniert hat, mehr seit Beta 1.6 zumindest, war es doch immer relativ, ja, hart zu warten. Also man musste wirklich dauernd irgendwie was reparieren und nochmal nachbessern und die Leute kamen da teilweise nicht mit klar und wir haben uns einfach entschlossen, ja, und es hat vor allem unglaubliche Ressourcen gezogen, ne? Und wir haben uns deswegen entschlossen, uns ganz umzusteigen auf das ganz normale Minecraft-Bahnsystem. Ja, da haben wir ja Booster-Rails und hier Detector-Rails und all dieses Zeug. Und ich habe hier auch schon mal angefangen. Vielleicht fahren wir auch mal ein Stück. Ich wollte das sowieso noch testen, ob das überhaupt hinhaut. Und wir werden jetzt hier so ganz normal arbeiten, wie ihr das aus dem Spiel auch kennt. Wir haben ja die Möglichkeit, hier wirklich richtig viele goldfressende Booster-Tracks herstellen zu können. So, es geht auch direkt mal ab hier, die Luzi, ja. So. Ja, auf dem Server läuft das nie so richtig geschmeidig wie auf dem Singleplayer. Das ist einfach, es nimmt einfach sehr viel Rechenzeit. Ja, ist ganz klar. Aber das läuft jetzt viel besser als das Minecart Mania Plugin. Komme ich jetzt da wohl hoch? Ja, das ist gar kein Problem. Ich bin sogar fast schon ein bisschen zu schnell. Kann das alles noch ein bisschen verlangsamen. Aha, hier hat man also schon an meiner Station gearbeitet. Und ich gucke mir jetzt auch mal an, wie die anderen das so machen. Okay, da geht die Powered Rail dann ganz hoch. Ein bisschen dunkel, Entschuldigung. Ich kann das aber jetzt hier nicht beeinflussen. Also kann ich zwar schon... Ja, guck mal, die machen das natürlich. Das ist viel zu viel. Na, das ist gar nicht nötig. Es reicht ein Powered Rail Stück. Alle, 26 Blöcke. Ja, um den Wagen auf maximale Geschwindigkeit zu bekommen. Ja, alle 26 Blöcke, so ein Power Rails, und dann braucht man auch keine Fackel, die jetzt für die Leuchtung eh nicht richtig funktioniert, sondern man haut einfach davor ein Detector Rail. Da kommt die Bahn hier an, fährt die Detector Rail, die werden eingeschaltet und zack, ab geht's. Ne? Zum Beschleunigen, besten Beschleunigen, reicht, glaube ich, also also im Bahnhof, ne, beschleunigen auf Maximalgeschwindigkeit, sind, glaube ich, drei Power Rails hintereinander schon ausreichend. Das bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Hatte aber gerade den Eindruck, als wir da oben losgefahren sind, dass das völlig ausreichend wäre.
Na, also das ist jetzt hier, da muss ich dann nochmal sagen, also das finde ich auch nicht so schön, wenn da so viele Power Rates drauf sind. Die sehen ja nicht so, die sehen ja echt dann übertrieben aus. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Haben wir ja gerade gesehen, ich habe ungefähr, ich meine es dann immer gut, ich postiere diese ungefähr alle 20 Blöcke. Ah, ich kann nicht aufheben, klar, weil ich im Unsichtbarkeitsmodus bin. Wenn ich den jetzt aufhebe, dann bin ich so abgelenkt hier vom Video. Da oben sehen wir jetzt auch schöne Häuser, die entstehen. Hier entsteht gerade so eine asiatische Siedlung in den braunen Bergen, die wir wahrscheinlich dann auch mal, je nachdem, wie es so wird, ich sag das immer mit Vorbehalt natürlich, ne, was so Spieler machen, kann das sein, dass wir die Gegend hier auch mal dann umbenennen in irgendwas Asiatisches oder Fantasiereiches oder sowas. Braune, nicht so, also braune Berge halt, ne? Das ist so ein bisschen aus der Not geboren, dieser Begriff. Weil man schnell mal was brauchte. Auch wenn jetzt hier so plötzlich in einer ganz anderen Art was entsteht, jetzt sehen wir es gerade leider nicht so, auch da oben. So asiatische Gebäude, das ist sehr schön, da und da, und da wird jetzt auch, ist hier ein Brückenprojekt entstanden. Na, wie gesagt, im Moment bin ich ein wenig zurückhaltend, immer noch bei Sachen, wo ich Spieler vorstelle. Das ist einfach hier mal wieder ein Tipp an alle, die auch ein Multiplayer mal aufmachen wollen, einen öffentlichen. Es gibt halt oft Situationen, wo er die Welt nicht mehr versteht. Dann hast du so Spieler, die wirken ganz nett und dann ertappst du die bei wirklich fiesen Dingen. Ne? Von Beleidigungen, von extremen Bug-Using, Verteilen von Transparenz-Texture-Packs und all so einem Schwachsinn, wo ich echt frage, was mit den Leuten los ist, warum die sich nicht ein anderes Hobby suchen, warum müssen die uns damit mit ihrem Mist so belästigen. Das ist wirklich eine Sache, da sage ich ganz offen, dass ich mich da auch drüber ärgere. Wenn ihr das erreichen wollt, dann habt ihr es damit geschafft. Ja, Leute sind ehrliche Spieler hier und machen echt wochenlang, bauen sie schön und spielen schön. Und dann kommen halt so Heinis, die meinen, sich aufführen zu müssen wie Gott in Frankreich, wie man so schön sagt. Und kommen sich ganz toll vor, weil sie irgendwie in der Lage sind, so ein Transparenz-Texture-Pack zu machen, was einfach eine lächerliche Aufgabe ist. Das mache ich euch in 5 Minuten. Und ja, wollen sich dann da vor anderen Spielern wahrscheinlich irgendwie profilieren oder keine Ahnung, ne? Oder es sind andere Leute, die sind irgendwie cool, denken sie, weil sie irgendwelche Bugs kennen, wie man irgendwas multipliziert, also dupliziert vielmehr und so Sachen. Das sind Sachen, die machen einen wirklich ein wenig ärgerlich. Wir greifen da extrem hart durch. Es gibt ja überhaupt keine Diskussion. Auf solche Spiele haben wir überhaupt keine Lust. Wir verschwenden hier nicht unsere Freizeit mit sowas. Ja, wir wollen unsere Freizeit mit netten Leuten verbringen, die begriffen haben, worum es in Minecraft geht und wie man damit schön spielen kann. So, und jetzt habe ich auch meine Schimpftirade abgelassen. Es ist vor allem an euch gedacht, wenn ihr denkt, ihr könnt mal nebenbei so ein Multiplayer machen. Ne? Macht euch darauf gefasst, dass ihr ein dickes Fell benötigt. Gut, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen den Weg weiter und ich zeige euch jetzt, ja, es sollte jetzt vielleicht auch mal langsam wieder hell werden. Das wäre doch ein bisschen schöner. Hier geht mein Tunnel dann rein. Hier habe ich ja das Video gestartet. So. Und dann sehen wir schon hier. Möchte ich gerne raus, etwas höher über den Baum möglichst hinweg. Na, vielleicht nicht ganz. Das muss ich mir nochmal beim Tag angucken. Und ich würde sagen, wir warten einfach mal auf den Tag, weil ich sonst hier jetzt echt nicht weiterkomme. Augenblick mal eben. Ich denke, das ist jetzt hell genug draußen. Noch früh am Morgen. Kann mir nichts passieren. Wir sind völlig sicher. Ich bin auch vor den Monstern unsichtbar im Moment. Hier kommt also der Tunnel raus. Er soll jetzt hier, da ist dreispurig, in der Mitte eine. Ihr habt ja die Strecke gesehen. Möglichst über den Baum. Den lasse ich erstmal noch stehen. Aber hier, wo dieser Baum steht, das ist praktisch. Da kommen wir genau hier drüber, über dieses Tal. Na, und ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, ob ich über dieses große Tal eine große Holzbrücke machen werde, möchte. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter weg. Schauen da mal so ein bisschen rauf. Also, wenn hier jetzt so eine Holzbrücke drüber fährt, nimmt das doch relativ viel, glaube ich. Also, ich kann mich damit nicht so wirklich anfreunden. Ich schätze mal, vielleicht ist es doch einfach mal. Wenn ich jetzt hier einfach einen Bahnhof machen würde. Ich meine, dann wäre doch. Das ist gar keine schlechte Idee. Ihr seid jetzt echt live bei meiner Gedankenfindung dabei.
Es ist gar keine schlechte Idee. Unter mir ist ja direkt das Portal. Der Portalraum. Und wenn ich jetzt hier drüber den Bahnhof machen würde, dann könnte man sogar noch irgendwelche netten ja, Treppenverbindungen und Aufenthaltsräume hier einbauen. Ich könnte auch noch mal den Infopavillon umlegen, der da hinten im Land ist. Da könnte ich an hier auch noch mal so eine Infozentrale machen. Das ist eigentlich wahrscheinlich sogar viel besser. Da mache ich aus dem Infopavillon einfach einen Schutzraum. Und den eigentlichen Infopavillon, der kommt dann hier in dieses Bahnhofsgelände. Das ist eigentlich eine coole Idee. Und dann kannst du entweder unten aus dem Portal rauslaufen, in den üblichen Wege, oder du kommst eben hier raus. Das spart man sich ein wenig Weg, bleibt aber trotzdem noch so hier in der Nähe, dass ich wirklich noch ein bisschen laufen muss. Also dieses Stückchen hier muss ich noch laufen. Aber ich muss auch nicht die. Das ist schöne, das ist halt das originale Wiesenfelser Tal. Ne? Das wird dann nicht verschandelt mit einer großen, klotzigen Brücke. Auch wenn ich die schön aus Holz und ein bisschen so baue, das ist trotzdem irgendwie immer klobig, glaube ich. Ich habe da unten mal versucht, Schienen auf solche flachen Slabs zu setzen, auf so Halbhölzer. Das geht aber nicht, leider, ja. Das hätte vielleicht noch ein bisschen luftiger ausgehen, geht aber leider nicht. So, das wäre cool. Ich glaube, das mache ich. Dann wird der Hauptbahnhof da hinten gebaut. Und von dort aus könnte ich ja. Das ist noch eine Planung von mir. Ich habe vor, so eine kleine Wiesenfelser Rundfahrt vielleicht zu bauen. Das hatte ich immer schon vor. Hab's aber wegen dem Minecart Mania Plugin nicht so gemacht, weil mir das immer dann auch zu schnell fährt, alles und so. Und dann eben halt, wie gesagt, auch nicht so richtig funktioniert. Ihr seht ja, das sind solche typischen, die habe ich überall postiert. Kein Bauland, das betrifft die Riesengegend hier ringsherum. Das ist gar nicht so viel, also. Na, aber viele Spieler erkennen das halt nicht. Nein, das mache ich mit dem Bahnhof. Das mache ich mit dem Bahnhof, auf jeden Fall. Dann höhle ich den mal aus. Da oben den Raum mache ich so ein bisschen geräumiger. Das passt ja dann auch. Unten Portal, oben Bahnhof, das ist völlig genial. Hier unter mir ist auch direkt schon Fußboden vom, beziehungsweise Decke vom. So. Jetzt kann ich das wieder ausmachen und in die also blind weiterarbeiten. Ist wieder die Super Pickaxe, ne? Die habe ich mich auf dem Server völlig gewöhnt. Man baut hier einfach Projekte meistens in einer ganz anderen Größenordnung als auf dem Singleplayer. Und in einem ganz anderen, ja, Zeitverhältnis irgendwie so. Die Tage und Nächte dauern hier länger auf dem Server und trotzdem arbeitet man noch schneller irgendwie. Also es ist ganz merkwürdig. Und es ist eine schöne Abwechslung, sag ich mal so. Ne? Normalerweise, ich denke mal, wenn man nur so spielt, also hier mit, auch mit den ganzen Cheat-Befehlen, die man so hier als Serverbetreiber so hat, ne? Wenn man nur so spielt, glaube ich, fände ich es dann doch relativ schnell sehr langweilig. Aber ich steige ja, wie ihr wisst, immer mal gerne auf meine Let's Play-Welt um und auch meine Let's Show-Welt. Da bin ich auch immer noch mal ab und zu wegen Fluch des Mokkan, ne? Und das zu produzieren, ne? Und so habe ich eine unheimlich schöne Abwechslung. Also ich kann gar nicht empfehlen, Leute hier mit der Super Pickaxe die ganze Zeit arbeiten zu lassen. Das macht hier eigentlich auch sonst keiner. Auch die Jungs da, die da in den richtig großen Minen rumhängen und Riesenprojekte machen, ne? Die benutzen alle ihr ganz normales Werkzeug und so. Und ist da was im Hell? Das ist. Also, jetzt habe ich ein Stück Boden runtergehauen. Ist mal nicht schlecht, dann kann ich mich auch orientieren. Wo sind wir denn? Das ist der Portalraum. Ah, sehr schön, sehr schön. Hier kommt man, in dieser Richtung kommt man raus, man rennt gegen die Wand. Mache ich da mal nicht den Aufgang zum Bahnhof, sondern in den Seiten. Oder vielleicht hier so. Diesen Gang, ja. Wenn ich diesen Gang nehme. Wand behalten, zwei Reihen, ja, zwei Reihen. Dann noch zwei Reihen wegen Weg. So. Oh, es geht hier zackig, ne? Und dann geht's hier hoch. So, das ist hier die. Machen wir natürlich, versuchen wir jetzt im Halbstein da hochzukommen. Das heißt, ich muss alle zwei dann wieder einen Block stehen lassen.
Ich, ja genau, du, ne? Wunderbar. Oh, das wird, glaube ich, ganz gut. Das ist eine tolle Idee. Ich glaube, es ist aber jetzt auch so ein schöner Moment, weil wenn ich das Video jetzt nicht angefangen hätte, so ganz spontan beim Tunnelbau, ich habe gedacht, jetzt ist mal wieder Zeit. Wenn ich das nicht gemacht hätte, glaube ich, wäre ich jetzt nicht so auf diese Idee gekommen. Dann hätte ich mich auf auf mein Brückenprojekt da irgendwie konzentriert und hinterher festgestellt, dass das scheiße aussieht. Und mir doch ganz viel von meinem Wiesenfels-Feeling nimmt, ne? Verstehen ja viele nicht. Ich habe ja ein Wiesenfels-Feeling, richtig, ne? Ich will. Ach Mensch, jetzt mache ich alles falsch. Ah, ich muss doch mal mein GUI einschalten, so. Mal erstmal provisorisch, ja, damit es hier vorangeht. Das ist gemein, ja, beschwer du dich mal. So. Ja, ich habe Wiesenfels-Feeling, völlig klar, ne? Ich mache das ein bisschen anders, naturverbunden, naturbelassen, nicht so symmetrisch durchplant, sondern natürlich gewachsen. Eher mittelalterlich, weißt du, ohne so unheimlich viel Planungsaufwand, ne? Das mache ich eher in anderen Spielen, so wie Rollercoaster Tycoon. Da möchte ich ja jetzt auch demnächst mal wieder eine Folge zeigen, wie ich da weitergekommen bin. Und da plane ich schon mal ein bisschen mehr so durch, wie etwas, obwohl auch nicht so wirklich mit richtig mit Papier und Bleistift oder so, ne? Wie hoch müssen wir denn noch eigentlich? Mensch, das müsste doch mal langsam. Ich mache jetzt mal eine Probebohrung. Aha. Da ist noch Raum. Da ist Wiese irgendwie. Aha, okay. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Irgendwo muss doch jetzt hier unser Raum sein, den ich gebuddelt habe. Ist ja so weit hinten noch. Ach, da kommt er. Okay, aber ist okay, ist okay. Ach, hier vorne direkt. Ja, ist doch nicht schlimm. Ist doch genau richtig. Na, aber so tut sich da mal langsam was. Na, fantastisch. Dann stelle ich mir nämlich auch gleich mal hier noch eine Kiste hin. Und wenn ich das ganze Material verschenke, wisst ihr, das tue ich ja auch mal ganz gerne. Ja, gut, ich würde mal sagen, ich renne mal nach Wiesenfels rüber. Geh mal an eine Kiste. Mich drängt ja nichts, ne? Ich muss jetzt auch nicht auf 15 Minuten achten. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Oh, so. Da sieht ja auch viele Fragen, zum Beispiel, warum ist die Brücke kaputt? Oh Mensch, nach dem Motto, will die nicht mal einer reparieren? Nee, will nicht reparieren, natürlich nicht. Es ist der Wiesenfels, ne? Da ist alles etwas älter. Und da ist auch manchmal eine Brücke kaputt, so ein bisschen. Ne? Und wer da nicht aufpasst, fällt da mal runter in die Strömung. Ich habe die Ströme auch extra ganz krass angelegt. Die habe ich selber gemacht, die Strömung. Oben kommen wir nicht rein in den VIP-Bereich, jetzt zu, ne? Hab die Ströme euch so angelegt, damit ihr da weggeschwemmt werdet in dunkle Höhlen und dann, ne? Ah, ich bin schon gemein manchmal. Macht mir auch immer mehr Freude, solche, ja, bösen Spieler zu quälen, ne? Hinrichtung alle 15 Minuten, nein, alle 10 Minuten sogar. Jetzt fängt es an zu regnen, das macht uns überhaupt nichts. Wir rennen hier mal so ein bisschen durch und ohne jetzt, dass ich viel erzähle, seht ihr schon, dass im Vergleich zu den letzten Videos, wo ich hier oben noch gearbeitet habe, sich einiges getan hat. Ja. Ich werde euch das nochmal natürlich separat vorstellen, aber es ist nochmal einiges so verändert worden. Ich bin mir sicher, dass ich diese Tür offen hatte, weil ich hier oben gearbeitet habe. Ich fürchte, es ist ein Eindringling hier oben. Ja, wir haben hier, glaube ich, einen Eindringling. Ich habe gerade mal auf die Map geguckt, der ist in diesem Moment verschwunden, kann mich aber gar nicht gesehen haben. Na, auf jeden Fall hier auch der VIP-Bereich, ne, hat sich doch einiges jetzt schon verändert. Ich habe ein bisschen reingehauen und kam kaum nach. Ich laufe mal eben an Kisten. Möchte auch Kisten mitnehmen. Ich nehme mal hier so eine Doppelkiste mit. Dann lasse ich ja wieder ein bisschen was hier. Kohle. Eisenohren. So. Ja, nur wenn ich hier bin, ihr seht, ne, einfach mal so ein Rundumblick. Hier ist dieses Gebäude.
Ja, mein Fürstenhaus, ne? Sehr schön. Ist die Inneneinrichtung natürlich noch nicht. Ich hoffe, dass ich da demnächst mal ein bisschen weibliche Unterstützung bekomme. Ich kann das nicht so gut. Da gebe ich offen zu, so Inneneinrichtung, Dekokram, da weiß ich nicht. Das mache ich irgendwie nie so gerne. Und ich habe da eigentlich auch nie so richtig so Ideen. Ich bin immer am Staunen, was da manche Leute so mit den einfachen Minecraft-Mitteln so alles auf die Beine stellen. So, Kisten habe ich geholt, mehr brauche ich jetzt einfach nicht, den Rest kann ich mit cheaten. jetzt, die Türen waren. Ja, ich frage mich jetzt gerade wirklich. Gerade war hier ja noch jemand drin. Ja. Gut, Türen sind ja auf jeden Fall wieder zu. Dann ist es nicht so tragisch. Kann ich vielleicht noch ein wenig. Ich nehme mir noch eine Werkbank mit. Mach gerne so gemischt, ne? Ein paar Sachen cheat ich mir, aber sowas wie Treppen und so und Slabs und so baue ich mir auch dann gerne mal einfach. Ich nehme jetzt mal die Abkürzung. Und lauf zurück zur Bahn. Hui! Ja, das macht Spaß, ne? Gibt jetzt wieder einige, die wollen mir das nachmachen und dann stürzen sich in den Tod, ne? Ja, wenn man das Stückchen bis zum Haupteingang dann, oder bis zur Stadt noch laufen muss, dann bin ich völlig zufrieden. Da kommen hier noch schöne Schilder hin und dann wissen die Leute doch, wo sie lang müssen. Hier sind wir. Oh, wer ist denn da? Die sehen mich jetzt nicht, das ist ein bisschen gemein, ne? Aber ich kann ja auch nicht sehen, wer. Ja, die haben sich jetzt natürlich meine Sachen aufgesammelt. Das ist natürlich klar. Jetzt muss ich doch mal nachgucken. Na gut, Leute, euch werde ich mir natürlich noch vorknöpfen. Einfach irgendwo hingehen und Sachen aufsammeln, die euch nicht gehören. Obwohl der scheint ein bisschen Angst zu haben, ja? Der scheint ein bisschen. Oder der hat schon das Inventar voll. Na super. Ne? Ja, ist ja egal. Können sie ruhig machen. Habe ich nichts gegen. Ne? Hier, zwei neue sind das offenbar. Die kenne ich nicht. Und ja, lass uns mal da weitergehen. Da sehen wir auch schön. Ja. Folgen schön den Schildern und den Wegen und gucken sich ein wenig um. Das ist eigentlich auch die richtige Möglichkeit. Da hat man hinterher wenig Fragen noch. Ne? Ich mache jetzt mal hier so eine richtige Halle rein. Hier oben, ne? Also unten ist die Portalhalle hier oben. Mache ich jetzt eben so Fackeln hin. Fackeln sind immer gut. Fackeln sind nicht immer gut, aber sind doch recht gut. Oft gut. Und weitermachen. Ne? Noch nicht so schön. Drei sollte der mindestens hoch sein. Ich gucke auch mal, wie es noch geht nach oben. Da kann man ja nochmal schön irgendwie. Hier ist ja schon Rasen, sehe ich gerade. Da haue ich ja jetzt mal nicht rein. Vielleicht kann man da nochmal so irgendwie mit einem Glasdach oder so. Obwohl, das ist auch so. Das macht ja auch irgendwie jeder. Ne? So, mal sehen. Mal sehen, was mir da so einfällt. Auch mal gucken, wie weit ich denn hier überhaupt noch muss. Die ganz gleiche Frage wie vorhin, nur in rückwärts. Wo ist denn bloß mein Treppenaufgang wieder hin? Kann doch jetzt nicht so wahr sein. Da war der, da war der, da war der. Moment mal, Moment mal. Noch weiter hier hin. Hier. Hier war das. Was? Hier lang. Okay. Und hier ist noch Halle. Da ist Wand. Das ist Wand. Dann hier zwei Reihen. Und noch zwei Reihen. Und hier dann hoch. Wutz, wutz, wutz. Dann kommen wir dann da an. Dann kommen wir hier raus. Jetzt sind wir gleich auf der Höhe von dem, ja, der Rest ist jetzt Feinarbeit und Kleinarbeit. Ich muss ja sowieso alles noch schöner machen. Ich wollte jetzt mal wissen, wie ist es denn ungefähr, wo bin ich denn? Ja, mal alles reparieren dann auch, ne, später. Und dann komme ich hier raus, doch relativ am Ende. Ach ja, gut. Ah, gefällt mir nicht so, wenn man das so hier so lange hat. Müssen wir hier auch noch ein paar Schilder hinstellen, dass das hier, dass die Leute da nicht immer reinrennen. Vielleicht kann ich doch dann hier ein bisschen eine steilere Treppe einbauen, dass ich dann hier über das
hier direkt auf diese Höhe kommen. Das ist die Höhe des Bodens. Ja. Also da. Da sehen wir auch den Raum. Ja, richtig. Gut. Ich denke mal, das könnte funktionieren, wenn man dann jetzt... Ah, nee, das ist hier zu knapp. Warte mal, hier haben wir nur zwei. Dann ragt die Treppe hier so rein in den Gang. Das ist auch nicht so schön. Müsste man... Könnte man aber doch wahrscheinlich. Doch, das kriegen wir hin. Da kriegt man hin. Und zwar, wenn jetzt hier eine Treppe, das ist dann hier flach, dann kommen hier flache Slabs drauf. Und dann geht man hier weiter hoch. Da hoch, oder müssen das Slabs sein? Und na, das passt dann doch nicht. Mal eben hier noch weghauen. Was habe ich in der Hand? Das hat nicht so geklappt. Das klappt, glaube ich, gerade irgendwie einen kleinen Lag hier oder so auf dem Server. War doch sehr verdächtig langsam. Ah, seht ihr mal. Guck mal, da kriegt man hier, das wird schon eine Bahnhofshalle. Mit dem Eingang würde ich sagen, ja, da überlege ich mir was. Ich plane hier noch so ein bisschen rum. Das ist jetzt ein bisschen viel für mich, dabei auch noch zu filmen und zu quasseln, wenn ich eigentlich meine ganze Energie und Konzentration bräuchte, um einfach nur nachzudenken. Aber ich denke mir auf jeden Fall was Schönes aus, wie immer, das wisst ihr ja, ne? Und bedanke mich für eure Geduld und dass ihr zugesehen habt und man sieht sich vielleicht auf dem Server mal.